Es ist einer der schlimmsten Skandale bei Volkswagen und er könnte richtig, richtig teuer werden. Bis zu 18 Milliarden Dollar. Volkswagen hat Abgastests bei Dieselfahrzeugen in den USA manipuliert, hat man mittlerweile zugegeben. Was letztendlich dann noch für einen Image-Schaden auf Volkswagen zukommt oder schon zugekommen ist, das ist nicht abzuschätzen. Und auch was das für die gesamte Branche bedeutet, auch das kann man noch gar nicht abschätzen. Die Reaktion der Anleger, die sieht man ziemlich deutlich. 18% Kursverlust allein bei der Volkswagen-Aktie. Und im Sog wird nach unten gezogen Daimler, im Sog wird nach unten gezogen BMW und auch Continental als Automobilzulieferer. Und alle Werte zusammen sind im DAX mit 20% gewichtet. Insofern keine Überraschung, dass der DAX heute zum Wochenauftakt deutlich verliert. 1% geht es hier nochmal unten. Also irgendwo, wer darauf gehofft hat, auf eine Kurserholung nach dem Desaster am Freitag, der sieht sich dann doch enttäuscht. Bleiben wir mal ganz kurz bei den Automobilzulieferern. Da gibt es nämlich einige Meldungen. Leoni senkt die Umsatzprognose für das nächste Jahr leicht von 5 Milliarden auf 4,8 Milliarden. Der Hintergrund ist, man hat sich von einem Joint Venture in China getrennt. Und dann gibt es noch einen anderen Automobilzulieferer, und zwar Elring Klinger. Die haben ein Luxusproblem, haben so viel Nachfrage, dass man Sonderschichten fahren musste, um diese Nachfrage zu bedienen. Diese Sonderschichten haben wohl so viel Geld gekostet, dass man jetzt die Ergebnisprognose kappen muss, und das sehr deutlich, von 195 auf nur noch 135 Millionen. Anleger sind sehr enttäuscht. Die Überraschung des Tages kommt aus Mittelfranken, aus Herzogenaurach, nicht von Adidas. Nein, wir sprechen ja über die Automobilzulieferindustrie, und zwar von Schaeffler. Schaeffler geht an die Börse schon bald. Vielleicht ist nicht die Überraschung, dass Schaeffler an die Börse geht. Da hat man schon irgendwie drüber gemunkelt. Aber es ist eine böse Überraschung für Privatanleger. Die bleiben nämlich außen vor. Man wendet sich seitens Schaeffler nur an institutionelle Anleger bzw. Investoren. Und ganz kurz noch zur Erinnerung, Schaeffler hatten damals traurige Berühmtheit erlangt, als man versucht hatte, Continental zu übernehmen, hat sich damals völlig übernommen, und was bleibt, ist ein Riesenschuldenberg, 5,8 Milliarden. Und das ist sicherlich auch ein Wermutstropfen. Ein Großteil des Emissionserlöses soll zum Abbau der Schulden verwendet werden. Die Anleger hier in Stuttgart zunächst einmal vorsichtig in den Handelstag gestartet. Der Euwax-Sentiment-Index deutlich im Minus. Aber dann wagten sich die Bullen dann doch aus der Deckung, und mittlerweile sehen wir ein kleines Plus.